Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Ja, in der letzten Folge hatten wir das Feld hier angefangen zu pflügen. Ich hab's fertig gemacht. Damit wir nicht ewig lang da rummachen mit der Pflügerei. Hatte ich ja noch gesagt, dass ich es fertig mache. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch dem Kollegen Bescheid sagen, dass wir fertig sind. Aber das können wir eigentlich mit dem Truck machen, ne? Da brauchen wir ja nicht mit dem Geschoss hier hinfahren. Der Hof ist zu klein, eindeutig. Stellen wir das gleich ab. Ein bisschen Ordnung könnte ja schon vorherrschen, ne? Ups. Senken, abhängen. Wunderbar. Aussteigen. So, dann holen wir unseren Pickup raus. Und düsen mal geschwind zum... Ups. Zum Bauern. Ja, von innen sieht er noch ein bisschen merkwürdig aus. Wow. Hoppla. Einmal den Pfosten umgefahren. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, Lenkradpedale funktionieren leider noch nicht so wirklich. Sie sind, werden zwar erkannt, aber irgendwie... Und zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen um. Oh, danke. Kopf. Hier ist etwas für dich. Ah, Mission abgeschlossen. Du erhältst 2429 Euro und Sozialpunkte. Sehr schön. Tag. Tag. Oh, bist du es wieder? Ja. Keine Blume ist so schön wie du. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Wintergetreide ist wirtschaftlicher. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie länger wachsen? Das ist doch dann eher nicht wirtschaftlicher, oder? Keine Blume ist so schön wie du. Was ist los mit dir? Redest du immer so? Sie wechselt ihre Sprache. Oder ihre Stimme vielmehr. Madison scheint dich ein bisschen mehr zu mögen, okay? Lasst uns reden. Guten Tag. Neueste Haben Nachrichten? Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich hörte, dass jemand Neues da ist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das bin ich. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, es ist nett. Und all die guten Menschen, die hier leben. Ja. Zwei. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Schön zu hören. Danke dir. Jo. Was hast du? Hallo, Ella. Hallo. Guten Tag. Lust zu handeln? Ich träume heute Nacht von dir. Okay. Lust zu handeln? Was handelt Absolut. Sie denn? Absolut. Wir können bei ihr was... Okay. Milch brauchen wir nicht kaufen. Die haben wir selber. Die könnten wir aber verkaufen, oder? Preis 4. Und sie verlangt 6. Nein. Guten Tag. Hallo, Madison.
Oh, bist du es wieder? Ja, ich bin's wieder. Ja, weil mir immer wieder ein Kompliment los. Ist so schön wie du. Nun, danke. Das ist nett von dir. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt. Ich würde hier gerne ein bisschen auf dem Hof machen, aber... Ja, gibt's offenbar nichts zu tun. So, was haben wir denn? Map. Da ist die Bushaltestelle. Da könnte es Aufgaben geben. Da auch. Okay, fahren wir mal da oben lang. Schauen wir mal, ob es da was Interessantes gibt. Das überrascht mich nicht. Oh, die müssen wir erst aufmachen. Und zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen um. Ja. Zu kaufen gibt's bei Farmers Dynasty leider immer noch nicht. Ist also immer noch gesperrt auf Steam. Ja, müssen uns überraschen lassen, ob es nochmal wieder freigegeben wird oder wie lange sich das Ganze hinzieht. Update soll es weiterhin geben, heißt es, so wie ich mitgekriegt habe. Und anscheinend erwarten die Entwickler wohl auch, dass Anfang Mitte Februar das Spiel wieder erhältlich sein wird. So lange geht wohl die Frist bis derjenige, der da Ansprüche gestellt hat, quasi dann vor Gericht gehen kann. Wo müssen wir hin? Ist ja eine Minimap toll. Okay, noch etwas weiter und dann da rechts. Das ist dann wohl hier, oder? Ich stehe im Busch. Irgendwo hier. Oder so. Ah, weiter. Da. Nee, das sind Steine. Hä? Wo irre ich denn gerade rum? Hier irgendwo müsste das sein. Aber hier ist keiner. Doch, da ist einer. Hallo, Michael. Lasst uns reden. Guten Tag. Okay. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Hilfe brauche offensichtlich keiner. Ernte nur nicht, während es regnet. Sonne und trockenes Getreide sind am besten. Ja, das weiß ich. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, es ist nett. Und all die guten Menschen, die hier leben. Genau, all die guten Menschen. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut, danke. Danke. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Lasst uns reden. Kann ich jetzt was für dich tun? Guten Tag. Guten Tag. Nee, okay. Danke. Wir sehen uns. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Mission oder irgendwas. Dann gehen wir mal weiter. Dann müssen wir hier hin. Da haben wir vielleicht mehr Glück mit Missionen. Oh, vielleicht sollten wir nicht gerade durchs Blumenrabatt da laufen.
Und auf geht's. Ja, ich freue mich wirklich schon auf die nächsten Updates, wenn da noch KI-Verkehr kommt und hier mal ein bisschen Leben auf die Karte. Das ist schon schön. Weil das Spiel an sich macht wirklich richtig Spaß. Ich hätte im Moment ganz gern noch die ein oder andere Aufgabe mehr. Ach, Gras wollte ich noch sehen, ne? Ja, müssen wir mal schauen, wann wir uns einmal diesen kleinen Transporter leisten können. Und halt mal einen größeren Schlepper. Ist das hier? Wahrscheinlich, ne? Fahren wir mal auf den Hof. Hallo? Da. Bist du fertig? Hallo, Natalie. Noch nicht, Entschuldigung. Ja. Sieht aber auch nett aus. Ach, sie jätet Unkraut. Jetzt darf ich. Guten Tag. Guten Tag. Schönes Wetter, nicht? Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Hat es... Ne, das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, ich liebe die Landschaft. Ein paar verschiedene Stimmen wären noch schön. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich hörte, dass jemand Neues da ist. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das bin ich. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Was ist los mit dir? Redest du immer so? Ein bisschen... Natalie scheint uns ein wenig Guten mehr Tag. Zu mögen. Oh, bist du es wieder? Ja. Meine Liebe, okay, sie hat keine Aufgabe so für uns. Wie ein sonniger Morgen. Schade eigentlich. Schön zu hören. Danke dir. Hier war doch noch ein Dude. Da ist er. Versteck dich doch nicht im Hühnerstall. Bist du schüchtern? Kann ich tatsächlich nur mit der Natalie reden? Und ihr ein paar Komplimente machen? Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht auch ein bisschen was für sie tun. Dass wir noch ein bisschen Geld verdienen. Lasst uns reden. Hallo. Ja. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. So schön, das zu hören. Danke. Ja, ich könnte jetzt mit dir, aber du hast ja keine Aufgaben für mich, ne? Da waren wir. Da könnten wir noch hinfahren. Dann kämen wir ja auch bei dem Händler vorbei. Machen wir mal. So. Ups. Ja, wird doch bald dunkel, ne? Müssen wir bald auch wieder heim und dann ins Bettchen. Sonst werden wir müde. Zu müde. Aber ja. Ist noch ein bisschen hin, ne? Bin ich hier richtig? Nicht wirklich. Einfach mal falsch gefahren, kann man ja mal machen.
Naja, fahr mal hier den Weg. Oh, eine alte Gärtnerei. Eine Unterführung. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Oh, der verbraucht keinen Sprit. Das ist ein tolles Auto. Jetzt können wir kurz mal gucken, was das Ganze hier kostet. So, der Trecker läge bei 45.000 Euro und 90.000 Sozialpunkte. Das haben wir so gerade nicht. 20.000 Euro und 40.000 Sozialpunkte. Ja, die Euros, die Sozialpunkte hätten wir. An den Euros hapert es noch etwas. Aber den brauchen wir halt, wenn wir hier die Gebäude reparieren wollen. Vielleicht muss ich doch mal ein bisschen Heu oder so noch verkaufen. Doch, hier. Hi, Tom. Wir reden später. Ja, tun wir. Jetzt. Hallo. Hallo. Guten Abend. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Bitte. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, ich liebe die Landschaft. Aber für dich tun kann man gar nichts. Das ist alles. Danke. Dann fahren wir mal heim. Müssen wir vielleicht tatsächlich mal Stroh verkaufen, dass wir noch was Geld kriegen. Hier sind wir richtig, oder? Nein, sind wir nicht. Wir können dann da irgendwo langfahren. Da ist noch jemand. Sagen wir doch einfach mal Hallo. Wir reden später. Er fegt den Hühnerstall. Wir reden später. Kann man machen. Lasst uns reden. Guten Abend. Abend. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Ja, Arbeit wäre mir eigentlich lieber. Nach der Ernte. Forme es zu Ballen. Du kannst Tiere damit füttern oder die Ballen verkaufen. Ja, auch wenn es eigentlich Stroh ist. Diese Politiker, was denken die sich? Sie kümmern sich nur um sich selbst. Das ist es, was sie tun. Genau. Das ist alles. Danke. Lasst uns reden. Guten Abend. Abend? Okay. Danke. Wir sehen uns. Er hat leider auch keinen Job für uns. Da vorne können wir links abbiegen und dann da übers Feld fahren, links rechts abbiegen. Und dann fahren wir hier übers Feld. Rehe und Wildschweine. Jo, und dann sind wir auf der richtigen Straße. So, dann kommen wir zu unserem Hof. Das ist aber nicht der hier. Ah, hier können wir auch nochmal anhalten und kurz vorbei und kurz Hallo sagen.
Na, bist du hier? Hier haben wir doch auch was gekriegt. Vielleicht hat sie ja noch Arbeit für uns. Genau, den Flug haben wir hier damals bekommen. Hm? Sieht ein bisschen renovierungsbedürftig aus, Madame. Ach, das ist wohl der Bruder, oder? Hallo. Hallo. Guten Abend. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Der Boden muss gepflügt und kultiviert sein, bevor du säst. Aber ich denke, dass du das selber weißt. Genau. Das ist alles, danke. Madame? Ja, mit ihr kann ich jetzt noch nicht reden. Sie arbeitet gerade. Aber jetzt. Kann ich helfen, mein Lieber? Ich bin noch ein Anfänger. Können Sie mir etwas über Feldarbeit erzählen? Klar. Was müssen Sie wissen? Muss ich sonst noch was wissen? Nun, ich bin selbst nicht so erfahren. Versuchen Sie, mit anderen Menschen zu reden, wenn Sie mehr wissen wollen. Okay. Danke, wir sehen uns. Ich dachte vielleicht, ich hätte hier auch noch was am Hof machen können, aber scheint momentan nicht so gefragt zu sein. Nun denn, fahren wir heim. Upsa. 0% Spritverbrauch. Das mag ich. So ein Auto hätte ich gern. So. Ups. Einmal gegen die Tür gefahren. Kann man machen. So, machen wir hier mal zu. Wie sich das gehört. Und gehen dann zu Bett. Und damit beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir den 11. August erleben. In diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.